So. Wo tun wir jetzt die ganze grüne Masse hin? Vielleicht sollten wir ja mal grüne Masse... Sollte man besser nicht mit dem Loreng benutzen. Oh, schade. Aber ich würde gerne mal... Oh. Ich würde gerne mal was ganz Besonderes machen. Zwar... Ich glaube, den Leute neben Gag haben wir langsam mal sicher ausgelutscht. Schade. Er hat immer so Spaß gemacht, den Leute neben Gag. Naja, ist aber auch egal. Ich würde mal sagen, wir benutzen mal das grüne Zeug hier mit dem Spiegel. Das passt noch am besten. Ob es sich jetzt verbessert hat? Hallo? Hallo? Kranker Scheiß. Echt mal. Jupp. Ich kann's immer noch nicht glauben. Kai, Loreng. Oh mein Gott. Hallo. Hallo. Kranker Scheiß. Jupp. Aber das waren doch Kai und Loreng. Aber wie und wo? Oder etwa wann? Wann? Wieso wann? Auf zum Labor. Zum Labor? Sehr interessant. Also sehr interessante Art, das so auszusprechen. Okay. Schick. Meine Fresse. Von außen würde man gar nicht vermuten, was für ein dickes Labor sich hier unten verbirgt. So, fertig. Yay. Ja, ich bin auch schon voll fertig. Hör auf zu sabbern und komm mit rüber. Ich finde es immer noch zu leise. Wow, ganz großes Tennis. Worein deine unbescholtenen Augen gerade blicken, ist ein transdimensionaler Funkitubus im temporalen Subraum. So. Ja klar, ich meine, hallo? Sieht man doch. Euer komischer grüner Freund scheint diesbezüglich eine temporale Kraft entwickelt zu haben. Viel besser. Sagst du gerade, dass dieser Waldpenner Leute durch die Zeit schicken kann? Jupp. Hey, Ben. Kai? Ist alles klar bei dir? Wo bist du? So wirklich kann ich dir das auch nicht sagen. Scheint aber alles recht altbacken hier. Mir ist übrigens auch nichts passiert. Danke, dass du fragst. Na, dann könnt ihr jetzt eigentlich wieder zurückhüpfen, oder? Das würde ich dringlichst abraten. Einen weiteren Fall durch die Strahlung dieser Röhre halte ich für zu gefährlich. Ja, das finde ich so gut. Jetzt? Über unser weiteres Vorgehen muss ich erst noch nachdenken. Bis dahin kannst du gefahrlos über diese Stahlwanne Gegenstände rüberschicken. Gegenstände klingt gut. Der Raum hier ist mit Brettern zugenagelt. Wir kommen kein Stück weiter. Schau mal, was ich finde. Ich bin derweil laborieren. Laborieren! Okay, er ist laborieren. So, und jetzt haben wir hier natürlich das Allzweckwerkzeug, den guten alten Bierprügel. Und jetzt werden wir uns erstmal so ein bisschen umgucken. Dieser Tunnel hört einfach nicht auf. Ich bekomme noch Augenkrebs, wenn ich länger da hineinstarre. Und gucken uns hier erstmal so ein bisschen um. Mal die Anzeigen angucken. Ein Haufen von elektrischen und technischen Anzeigen. Diese Metallklappe scheint nicht ganz fest zu sein. Probier mal, die mal zu öffnen. Ganz so lose scheint sie dann doch nicht zu sein. Ja gut, dann benutzen wir halt unsere Allzweckwaffe, den guten alten Bierprügel. Ach, da guck mal an. Hinter der Klappe ist ein Fach, in dem ein Buch liegt. Das nehmen wir doch direkt mal mit. Wenn wir ja schon was zum Mitnehmen haben, dann nehmen wir das natürlich mit. Ein Tabellenbuch. Das Tabellenbuch der bekloppten Wissenschaften. Enthält ungemein wichtige Dinge wie Klodeckel, Waldwurf, Fallwinkel, ein Kalender mit Brumpfzeiten des einköpfigen Eichhörnchens, okay, Arschbacken, Dehn- und Spreizgrenzwerte, okay, oder auch das spezifische Gewicht von Eichelkäse. Ew! Die möchte ich mir auch mal angucken, die Figuren hier. Ein paar Videospielfiguren, an denen Tim wohl seinen Spaß findet. Okay, kann man die sich nehmen? Das nehme ich nicht mit. Ja gut, dann halt nicht. Dann gucken wir mal draußen, was es so gibt. So, was haben wir hier denn so? Gucken wir uns mal den Gashahn an. Oder das Gebräu hier. Auf dem Dreifuß köchelt eine klare Flüssigkeit leicht vor sich hin.
Ah ja. Laborplunder. Das Periodensystem der Elemente. Sehr interessant. Enthält altbekannte Dinge wie Sauerstoff, Stickstoff, Bölkstoff, Calcium, Aluminium oder auch das abgefuckteste von allen, dem Alynium. Das Alynium. Sehr interessant. Was haben wir hier? Laptop. Voll mit MP3s, die kein Schwein hört. Was haben wir hier? Ein immens kraftvolles Nukular-Ladegerät. Hey. Mit ordinären Akkus, strahlende Power. Ist das cool. Ein Flipperautomaten, der sieht ja mal interessant aus. Sind Flipperautomaten. Neben unmoralischen Experimenten an Kleingetier sein zweitgrößtes Hobby. Unmoralische? Einer der Highscores endet mit E plus 17, meine Fresse. Unmoralische Experimenten an Kleingetier? Gruselig. Das ist der Tim, Laborant, Flippermeister und schnell genervt von Dingen, die nicht so wollen. Oh, armer Timme. Wollen wir mal gucken, ob wir hier die Schubladen öffnen können? Keine Zeit, hier Schubladen zu durchsuchen. Erstmal Kai und Loring helfen. Vielleicht ist da drin ja irgendwas. Ach, was ein ist. In vielen Pommesbuden gern gesehener Currywurstschneider. Was hat der denn hier zu suchen? Naja gut, das wird schon irgendwie einen Grund haben. Ein Vorschlaghammer. Ein kräftiger Hammer. Na, den nehmen wir doch mal mit. Vielleicht kann man den noch brauchen. Oh, eine Brechstange. Eine Brechstange. Das Hilfsmittel Nummer 1 zum Erschlagen von fiesen Kopfkrabben. Na, die nehmen wir auch direkt mit. Ich meine, Brechstange kann man doch immer brauchen. Ein Becher mit Lauge. Wir sammeln erstmal alles auf, was aufsammelbar ist. Einfach weil. Ein Becher mit konzentrierter Lauge. Nehmen wir mit. Alles, was man mitnehmen kann, das benutzen wir auch. Das nehmen wir auch mit. Sieht aus wie eine zu groß geratene Orangenpresse, ist aber eine Flipperkugelpoliermaschine. Eine Flipperkugelpoliermaschine? Ja, gut. Ich würde mal sagen, die Jungs könnten sehr gut die Brechstange brauchen. Gottes Wille. Deswegen benutzen wir jetzt einfach die Brechstange mit der Stahlwanne. Kai, Loreng? Hi, Loreng. Ja? Habt ihr was für euch? Das hier sollte euch weiterhelfen. Drückt den Knopf, damit betätigst du die Stahlwanne. Yay! Coolio! Hier, Tim. Bevor ihr abbaut, lasst mich erklären, wie es weitergeht. Bin ja mal gespannt. Ich habe einen Plan für ein Gerät gegeben, welches sich Chemie-Gotchen nennt. Das bringt euch zwar noch nicht zurück, wird uns aber mehr Freiraum bei unseren Aktionen erlauben. Während Ben hier die Einzelteile besorgt, solltet ihr euch mal ein wenig umsehen. Aber stellt keinen Scheiß an. Ich habe keine Lust, mich wegen euch an eine alternative Gegenwart gewöhnen zu müssen. Chemie-Gotchen. Nun denn, du hast das gehört, Loring. Schauen wir uns mal um. Hoffentlich gibt's hier keine Hundehaufen. Ein kleiner Hinweis für dich da vorne. Hallo. Um zu Ben zu wechseln, einfach auf den Knopf mit seiner Visage unten rechts im Menü klicken. Und den Haltung anverdammt. Rücken gerade und die linke Hand aus dem Gesicht. Wo sind wir denn hier? Warum sollte ich die linke Hand im Gesicht? Was soll das? Nur weil ich mir manchmal an den Kopf fassen muss? Heißt es noch lange nicht? Ach, was soll's. Also erstmal machen wir hier so ein bisschen frei. Benutzen einfach mal die Brechstange mit dem Loreng. Na, also hör mal. Warum denn nicht? Ich mach gerne so einen Unfug. Vor allem, ich stell mir gerade vor, wie das funktionieren soll. Nee, jetzt aber ohne Scheiß. Jetzt benutzen wir erstmal die Brechstange mit dem Ausgang. Damit wir hier rauskommen. Der arme Loreng. So, und dann gucken wir uns hier mal so ein bisschen um. Eine Spindel. Ein Waschnussbaum-Bonsai. Ein Waschnussbonsai-Baum, der in einer stinkigen Blumenerde steckt. Ein paar Waschnüsse hängen auch noch dran. Cool. Also die Waschnüsse, die nehmen wir uns gleich mal mit. Wer weiß, wann man die brauchen kann. Spindel, mal gucken. Eine Spindel aus Holz. Yay. Eine Rolle Garn steckt auch noch drauf. Yay! Sehr interessant. Ja, die Garnrolle, die können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Wofür wir die auch brauchen können. Wir werden es vielleicht irgendwann noch erfahren. Können wir die Blumenerde auch einfach mitnehmen? Aber erstmal. Von dieser Blumenerde kommt ein bestialischer Gestank hervor. Naturdünger. Versuchen wir es trotzdem mal. Mit bloßen Händen rühre ich das Zeug nicht an. Außerdem brauche ich einen Eimer oder sowas.
Ach so, wo man das dann reintun kann. Ja gut, was ist denn das für eine Büste? Eine Büste. Von Linn, ein naher Verwandter des Burggründers Otto von Linn. Und die allerholste Fritte im gesamten Bistum. Oh. Echt hart. Aber hey, so lernt man auch so ein bisschen was über Geschichte. Kartenspiel. Da hat wohl jemand mit gezinkten Karten gespielt. Und verloren. Oh. Ja gut, da sieht man auch einen kleinen Blutfleck. Mal ein bisschen weiter runter gucken, was es denn da so gibt. Eine Kiste. Kann man die öffnen? Da ist Rosenöl drin. Nur das nehmen wir doch direkt mal. Moment, was hat er denn dazu zu sagen? In der Truhe liegt ein Flakon mit Rosenwasser. Nett, das nehmen wir doch gleich mal mit hier. Hier kommen wir erstmal nicht weiter. Die Treppe ist abgesperrt. Scheint im Moment wohl nicht besetzt zu sein. Hinten sehe ich auch ein Schild. Bin mit dem Schmied Mittagessen. Gezeichnet die Wache. Aha. Gut zu wissen. Vielleicht kommen wir ja später nochmal da hoch. Irgendwann. Ein Kleiderschrank. Ein massiver Kleiderschrank aus Holz. Dann öffnen wir einfach mal den Kleiderschrank und gucken. Schäppige Klamotten. Die nehmen wir doch mal mit. Gucken weiter Moment. Unten. Moment. Wir können es doch unmöglich in diesen Klamotten bei irgendwelchen Leuten hier blicken lassen. Die würden uns doch sofort auf den Scheiterhaufen schmeißen. Argument. Wir sollten uns kleidungstechnisch erstmal dem Lokalkolorit anpassen. Ja, das macht sich ganz gut. Dann benutzen wir doch einfach die Klamotten. Moment, wir können die würden. Ja, hör auf zu labern, Kai. Ja gut, wenn das so nicht funktioniert und die Klamotten wirklich so schäbig sind. Dreckige, aber zumindest der Zeit entsprechende Kleidung. So ziehe ich die aber bestimmt nicht an. Sind die Klamotten wirklich so schlimm? Na gut, dann müssen wir wohl oder übel die Klamotten irgendwie waschen. Wenn die wirklich zu eklig sind. Alles andere wäre ja. Was ist denn das für eine Kommode? Eine Holzkommode. Sieht recht leer aus. Da könnte man ordentlich Zeug draufstellen. Warum habe ich das Gefühl, dass das so eine Art. Ja. Zeug draufstellen? Vielleicht für Kuriositäten, die das Spiel eigentlich gar nicht braucht, aber ganz cool ist? Der Auslöser eines Apparats, der uns Gegenstände zukommen lässt. Ah, okay. Gut, dann wollen wir erstmal die Klamotten da reinstecken. Dann das Rosenöl. Dann benutzen wir noch die Waschnüsse. So, und jetzt erstmal rüber zu Ben. Der hilft hier jetzt mal so ein ganzes Stück weiter. Und dann können wir erstmal die Sachen hier aus der Stahlwanne rausnehmen. Weil damit wird der ganze Kram hier transportiert. Ah, überall Dinge. So, dann wollen wir mal weiter. Frag mich, was passiert, wenn ich jetzt hier den Gashahn benutze. So wird das nichts. Öffnen. Das rote Gemisch ist ordentlich am Brodeln und stößt Dampf aus. Ich lass das mal brodeln, ne? So. Klamotten sollen gewaschen werden. Dann öffnen wir erstmal die Waschmaschine. Und dann hauen wir da die Klamotten rein. Hämmer! Benutze Waschmaschine? Sagte benutze Waschmaschine. Es ist noch gar kein Waschmittel eingefüllt. Ohne Waschmittel geht hier natürlich nichts. Dann öffnen wir mir mal die Klappe. Und die Lauge allein, das wird ja kein Waschmittel. Deswegen. Schnauze, Timme. Deswegen benutzen wir einfach das Rosenöl hier mit der Lauge. Und da das immer noch kein Waschmittel macht, benutzen wir jetzt einfach noch die Waschnüsse. Weil das sind ja nicht umsonst Waschnüsse. Jetzt können wir auch das Waschmittel da reinfüllen. Jetzt können wir das auch hier benutzen. So. Ha! Einen lautstarken Waschgang später. Ja, der dauert auch so ein bisschen. Ich glaube, so eine Stunde, zwei Stunden. Die Klamotten sind doch dann nass. Nasse Klamotten anziehen ist ja scheiße.
Nächste Amtshandlung hier ist erstmal das Ding öffnen. Öffne Waschmaschine. Der Duft frischer Wäsche steigt einem in die Nase. Ja, bloß zu schade, dass das Zeug erstmal nass ist. Dann müssen die zwei halt mangels Trockner erstmal nasse Klamotten anziehen. Dumm gelaufen. Soweit hätte man zumindest denken können. So. Dann nutzen wir die Klamotten mit der Wanne. Hier, für euch. Eure Klamotten gewaschen zurück. Frühlingsfrisch und knusperwarm. Naja. Wenn das Ding wirklich ein Waschtrockner ist, ich bin mir da nicht so sicher. Da bin ich ja mal gespannt, wie die Herrschaften aussehen mit ihren neuen Klamotten. Ja? Gar nicht mal so unbequem eigentlich. Ach, ganz schick. Loreng, hast du dich auch mal bald umgezogen? Wie sehe ich aus? Schick, schick. Naja. The gayest thing since gay came to Gay Town. Du sollst doch nicht immer so verletzend sein. Und du sollst nicht rumheulen. Jetzt lass uns mal den Hof erkunden. Na, die Schuhe passen ja mal perfekt. Na, dann wollen wir uns erstmal hier so ein bisschen umgucken, bevor wir wieder zurück zu Ben wechseln. Wer weiß, was wir hier so alles finden. Und wen wir hier so alles finden. Also wahrscheinlich werden wir so schnell sowieso nicht... Was zur Hölle ist das da? Ich will es ansprechen können. Was ist das? Naja, wollen wir erstmal rausgehen und gucken, was da draußen so abgeht? Vielleicht ist es ja interessant. Oh, da ist einer an den Pranger gestellt worden. Das Zettel. Hiermit sei verkündet, dass folgende Vergehen mit dem Pranger geahndet werden. Erstens, verwerfliches Nasebohren der Öffentlichkeit. Normales ist gestattet. Nö. Zweitens, jegliche Art von Zeitreisen. Oh. Oh shit. Verdammt. Drittens, das Backen von Hefeplätzchen bei Sonnenaufgang. Was? Viertens, das Schieben von Pferdekarren auf dem Gehweg. Okay. Fünftens, das Bewerfen umhergehender Passanten mit Urinat. Ja, gut. Sechstens, das Betrügen von mehr als einer Frau. Von mehr als einer Frau? Das heißt... Bitte was? Das Betrügen... Moment. Ich muss das gerade mal auseinandernehmen. Das Betrügen von mehr als einer Frau. Die Kleintierfarm vom alten Wilfried? Die mit dem Schafen im Vorgarten? Na klar. Wilfried soll einmal Hubertus hier in Flagranti erwischt haben. Aha. Du meinst mit dem Schafen? Natürlich. Und den Kaninchen. Die Kaninchen! Boah, widerlich. Das einzige Tier, was ich bei denen gepimpert habe, war seine Zicke von Frau.